startete, Stream start. Und drauf, die Demo wurde abgeblasen, ja, war erst mal so. Und ich gucke mir, denke mir so, okay, alles klar. Und sehe, dass ich online bin und sag, okay, alles klar, ich hab, Schatz, ich brauche meinen Gimbal, steck das Handy rein, YouTube live, Berlin live, aufgegangen. Und dann habe ich dann alles, was da geht, während wir dann gefilmt haben, ist mit Batterien natürlich irgendwann ausgegangen. Dann schreibe ich das in den Chat, dann kommen die Leute und bringen mir Powerbanks. Das ist, ey, abnormal. Ja, also eine Solidarität, absoluter Hammer. Also, und dann habe ich halt einfach so lange hochgehalten, wie meine Arme das irgendwie mitgemacht haben, ja. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen an Breite gewonnen. Es ist wirklich, also, es war Wahnsinn. Also, was soll ich sagen? Apropos Solidarität, das war, ja, Heiko, du wolltest noch? Das ist im Zusammenhang ein wichtiger Punkt, weil es die Leute von Interesse. Ist ja immer so, müsst ihr euch vorstellen, wie bei so einem Boxkampf, da hast du dann 20.000 im Stadion, dann gibt es vorne den Ring und dann hast du die ersten Reihen, VIP-Bereich, die ersten 5 Reihen, da saß dann, ich war ja selber bei den Boxkämpfen damals dabei, Boris Becker, wo Maske und Cassiano Rocchi, Gianni Box, also du hast ja so die Prominenten und da werden eigentlich die Gespräche geführt. Da sind die Insider-Welt und da läuft es ab. Und deswegen ist auch für euch, für die Zuschauer total wichtig, was lief dort direkt im engsten Kreis ab. Und ich kann euch sagen, bei uns vorne, ich habe ja gute Kontakte zu Epoch Times, war jemand von der Chefredaktion dort. So, um 15.25 Uhr sollte die Eröffnungsrede von Michael Ballweg sein. Und ich sag's mal Pi mal Daumen, ich glaube 14.50 Uhr ungefähr, war ich mit meinen Leuten, kam an, muss erst mal durch die Masse durch. Und jetzt kommt der Hammer. Und ungefähr um 14.50 Uhr, kurz vor der Rede von Michael Ballweg, sagt die Dame von Epoch Times zu mir, die ich gut kenne, kriegt eine Meldung gerade, Demo ist abgebrochen worden. Bitte, läuft doch gerade. Sie wusste selber nichts damit anzufangen, von ihrer Redaktion aus. Die Frage, ist die nun abgebrochen worden oder ist die nicht abgebrochen? Ich glaube, Spiegel, also der Mainstream hat die Meldung, das müsst ihr euch bitte vorstellen, rausgegeben, obwohl die, die Veranstaltung, ich glaube, Thorsten hat ja gesprochen danach, ich habe, glaube ich, 16 Uhr gesprochen. Ja. Und kurz nach mir haben sie abgebrochen. Sagen wir mal, knapp nach 16 Uhr. Fast eine Stunde vorher ging die Meldung durch den Mainstream, dass die Demonstration gecancelt worden ist. Daran erkennt ihr, dass es eine konzertierte Aktion war. Ja, vor allen Dingen, es ging sogar noch früher los. Ich glaube, die ersten Meldungen auf Fokus waren 14 Uhr irgendwas. Ich habe sogar schon Meldungen bekommen, ja. Und das Wichtige war, das hat auch nochmal der Markus Heinze gesagt. Er hat gesagt, die offiziell ist die Veranstaltung von der Polizei um 16.27 Uhr oder was war es? 16.22 Uhr, 16.27 Uhr offiziell beim Veranstalter als beendet erklärt worden. 16.27 Uhr. Und das Interessante ist ja dann, dass rechtlich da einige Zahnräder greifen. Er hat ja das dann erklärt, hat gemeint, wenn die Veranstaltung vorbei ist, kann es auch keine Maskenpflicht mehr geben. Ja? All diese ganzen Geschichten. Und ich meine, die Anwälte, das waren ja 3 Anwälte, die sich da mit denen permanent unterhalten haben. Also was da, ich habe das ja mitbekommen in den Gesprächen, was da an Rechtsbrüchen seitens der Berliner Polizei durchgezogen worden ist. Das ist, das könntest du in einem kompletten Roman, glaube ich, nicht zusammenfassen. Die Anwälte, ich meine, der Markus Heinz hat ja am Ende keine Stimme mehr gehabt, da war alles vorbei. Der stand da teilweise mit den Tränen in den Augen und hat das, was er als Recht gelernt hat als Anwalt, worauf er seinen Eid geschworen hat, hat er vorgelesen mit seiner Visitenkarte in der Hand und der Polizei läuft einfach den Rücken runter. Das interessiert die überhaupt nicht. Meine Lieben, ey, das war eine Szene, aber wir haben das alles auf Kamera und das ist deswegen so wichtig, weil ich glaube, und das habe ich beim Heiko auch im Interview gesagt, als ich da war, an dem schönen Samstagmorgen, je mehr die Dunkelheit versucht, das Licht zu erwürgen, desto heller scheint's. Ja, wenn du wir haben das ja mit der Kerze, Heiko hat seine Kerze dabei gehabt. Wenn du die Kerze bei Licht auf den Tisch stellst, dann siehst du nicht viel, ja. Aber wenn je dunkler das Zimmer wird, so ist es. Unsere Kerze, genau. Je dunkler das Zimmer wird, desto heller scheint's. Ja, und deswegen kommt unsere größte Aufgabe jetzt. Jetzt, wo viele Menschen wieder sehen, was hier abläuft, die werden uns alle zulaufen. Ich meine, Olli, wir haben es ja, wir haben Ernst Wolf und so weiter, Wirtschaftskrise, wir wissen, was auf uns zurollt. Unsere Arbeit kommt erst noch. Wir werden in Kürze, da bin ich überzeugt davon, entweder auf YouTube oder auf einer anderen Plattform, werden wir Zuschauerzahlen in den Millionen haben. Das wird kommen, weil diese Menschen haben niemand anderen. Ja, und das ist deswegen unsere Arbeit so wichtig, dass wir andere Menschen auch mit dazu erziehen. Deswegen, wir müssen das Konkurrenzdenken ablegen. Wir müssen ich kriege auch oft Anrufe und so, ja Samuel, was benutzt du hier? Mein Ausschnitt da und dies und das. Ich habe gemeint, Leute, benutzt von mir alles, was ihr wollt. Ihr könnt alles reposten, ihr könnt alles teilen, ihr könnt alles, ja, solange ihr das nicht aus dem Zusammenhang reißt, alles gut. Wir müssen zusammen vorwärts gehen. Das ist alles, worauf es ankommt. Ja, und deswegen, ja. Nee, das ist ja ruhig. Nee, ganz wichtiger Punkt. Nee, erzähl, ich hab Entschuldigung, bitte. Yeah. Jetzt bist du dran, Heiko, jetzt. Nein. Nee, geht mir nur darum, ich habe ja schon vor Jahren in dem Buch, im Zeichen der Wahrheit, habe ich ja Samuel mitgegeben, schlag mal heute Abend auf,
ganz kurzes Kapitel, die kritische Masse. Da wurde genau erklärt, nicht von mir, ich habe nur Zitate gebracht und Stellen gebracht. Ich habe von mir kein Buch da. Wie bitte? Ich habe von mir kein Buch da, mach weiter, Heiko. Nein, ich habe kein Problem damit, das auch reinzustellen ins Netz, kein Problem. Es geht aber darum, dass es wissenschaftliche Studien darüber gibt, wann es eine kritische Masse erreicht. Und da geht es um diese sogenannten Mitläufer-Mikroben, so wurde dort beschrieben in dieser Studie. Und das letztendlich die Masse ausmacht. Also quasi, Mitläufer sind so, egal wo der Wind kommt, jetzt von der Seite, gehen sie darüber. Die sind aber entscheidend, dass ein neues Paradigma kommt, also dass ein Systemwechsel kommt. Und der Punkt, jetzt kommt's, der liegt bei 10%. Die meisten denken, naja, aber 90%. Nee, bei 10, auf einmal ist ein Selbstläufer. Und das ist, was ich meine. Wir alle haben nicht damit gerechnet, glaubst du mir. Ich bin wirklich ein Mensch, der immer sehr offensiv ist und auch sehr positiv ist. Ich habe zu meinen Leuten gesagt, und ich streite rein schon im Büro. Einer sagte, bringt mich Falco, kommt 5.000. Der andere sagte 10. Mein Assistent steht gerade neben mir, seht ihr nicht in der Kamera, der war noch mit am positivsten. Der Friedrich, der sagte, 30.000 werden kommen. Aber ich gedacht, okay, 30 werden kommen. Und diese Freude, die kam, guck mal bitte auf meinen Kanal, diesen Trailer von gestern mit Samuel, ist ein Hammer. Die wir uns umarmt haben, aufgesprungen hier, mein Sicherheitsmann, 2-Meter-Mann, der hat übrigens mit Axel Schulz geboxt bei Wolke, 120 Kilo Typ, ich bin wie ein kleiner Junge, ist man angesprungen, wir haben uns umarmt alle, das war so ein toller Tag, ne Samuel? Ja. Und wo wir gehört haben, 800.000, ich bin von 30.000 ausgegangen, das ist unvorstellbar. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, das meine ich mit der kritischen Masse, es sind vielleicht nur ein oder zwei Tropfen und deswegen macht das, was Samuel sagt, verteilt das alles, geht raus. Ja, die kann man aufhalten. Also solche Trailer sind enorm wichtig. Ich habe deinen auch geteilt. Heiko, ich habe jetzt ja auch vorne einen gezeigt. Es muss waren schon gut, aber es muss wirklich einer sein, wo man die nicht das Klein-Klein sieht, sondern wo man die Massen zeigt. Ich habe gehört, dass wir haben also verboten, dass Drohnen oder was fliegen. Weil einer hat mir gesagt, warum hat mir keine Drohne? Wurde verboten, ja. Oder? Ja, aber das ist, da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht wegen uns gewesen, sondern das ist allgemein. Ich fliege länger schon Drohne, weil ich ja auch ein bisschen mit YouTube schon ein bisschen länger zu tun habe. Also du darfst generell in Deutschland im Bereich einer Menschenansammlung oder auch in wichtigen Verkehrsknotenpunkten und sowas, darfst du nicht mit der Drohne fliegen. Also diese Aufnahmen, die wir haben von Autobahnkreuzen und so, die machen die alle, sag ich mal, im Graubereich, weil das darfst du normalerweise nicht, wenn so ein Ding south geht oder ein Absturz verursacht, gibt es eine Riesenkarambolage, auch über solchen Demonstrationen. Da werden wir nie eine Dings bekommen, aber... Ja. Michi Baldig hat gesagt, nächstes Mal haben wir einen Heli. Und ich kann euch eigentlich sagen, der hat gesagt, nächstes Mal haben wir einen Helikopter, der filmt das von oben live. Und ich habe auch schon ganz, ganz klar, wir haben gestern schon nochmal telefoniert mit Bodo und so weiter, habe ich auch nochmal gesprochen. Und wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir das mit dem Internet und so weiter das nächste Mal regeln. Denn wir dürfen uns nicht mehr abhängig machen von den Mobilfunkanbietern. Wir dürfen uns nicht mehr abhängig machen. Wir müssen gucken, dass wir eine eigene Lösung vor Ort finden mit einem Zugang, dass wir autarker agieren können. Weil ich meine, wir hatten, ich sag mal ganz ehrlich, wir hatten wirklich großes Glück, ja, und ich meine, ich glaube nicht an Zufälle, aber dass das geklappt hat, dass wir das rausgebracht haben. Klar, sowas ist in Zusammenschnitte gibt es von überall, aber ihr erinnert euch an 9-11. 9-11 hat so gut funktioniert, weil es live gewesen ist. Und was wir hatten, das war der Livestream. Ich meine, am Abend hatte ich eine 500.000 Aufrufe, ja, und also das ist das, was wir, ich habe die Reaktion aus der Familie meiner Frau, unglaublich, von Menschen, die sagen, ich habe das gesehen, das geht gar nicht, nächstes Mal bin ich mit dabei. Und das ist genau das, also Leute, wir haben alles richtig gemacht und übrigens auch an die Leute, die jetzt immer schreiben und sagen, wir haben doch unser Ziel gar nicht erreicht, ihr konntet doch gar nicht sprechen, Samuel und so weiter. Ich sage den Leuten, wir haben mehr erreicht als das Beste, selbst Heiko ist ein guter Redner, ja, bin auch nicht auf den Mund gefallen, Olli kann reden, ja, der Schulte kann reden, wir können alle reden, aber ich glaube, keine Rede hätte gestern auch nur ansatzweise diesen Effekt erzielen können, als das, was passiert ist mit der Polizei in Berlin, mit der Presse im Hintergrund und das, was die Menschen an dem Tag für eine Entschlossenheit gezeigt haben. Insofern haben wir alles erreicht, was wir wollten und sogar noch, glaube ich, etwas mehr. Ja, die Nachricht war die Masse der Menschen, die da war. Das war die Nachricht und deswegen lügen wir dort auch. Und es war nicht so wichtig, ich wurde auch abgebrochen, aber ist alles nicht wichtig, sondern die Masse der Leute war die Nachricht und das war auch die Nachricht an die Herrschenden. Wir sind mehr, als ihr denkt. Ja, man müsste sich jetzt ganz kurz überlegen, umgedreht, ich liebe ja immer so Metaphern. Jetzt stellt euch vor, die Gegenseite, ich nehme mal jetzt mal, ob nun Fridays for Futures, nehmen Sie alles ein, für mich ist alles ein Haufen. Black Matters Bewegung, Fridays for Futures, Extinction Rebellion, holen sie alle zusammen und die machen die gleiche Demo.
Gehen wir davon aus, die hätten genauso alles voll bekommen. Ja? Die haben's, du hast es ja live erlebt. Und jetzt kommt die Polizei und sagt, übrigens, ihr habt euer Maulkorb gar nicht auf. Und dann seid ihr zu nah dran. Das wird jetzt aufgelöst. Wie das geendet hat, das haben wir vor Jahren gesehen beim G20-Treffen in Hamburg. Ich garantiere euch, bei 1 Million Menschen hätte es dort Mord und Totschlag, wahrscheinlich mit Toten sogar, gegeben. So, was haben wir gemacht? Und ich habe es von oben gesehen, leider. Ich weiß nicht, ob Samuel, du gerade zu der Seite geguckt hast, als dieser Freieinsatz war. Und zwar, wir standen oben Richtung Brandenburger Tor. Genau. Und rechts von der Bühne, auf einmal, habe ich gesehen, wie, ich sag mal, Pi mal Daumen, 50 Polizisten sind wie die Einzelmenschen hintereinander gelaufen. Ganz wichtig dabei, die Leute haben die durchgelassen. Also theoretisch hätten die Leute, die wären nicht durchgekommen. Die haben die durchgelassen. Und dann hat man auf einmal rechts Richtung Tiergarten, Grüne, so Auseinandersetzungen gesehen. Ich habe später jemanden kurz interviewt, der hatte mich Pfefferspray in sich gekriegt. Also stell dich das mal vor, 50 Polizisten sind umringt von Hunderttausenden. 17.000, Heiko. Also, selbst wenn 17.000 wären, hätten die keine Chance, diese 50 Mann. Weil ihre anderen, die waren ja weit und breit nicht zu sehen. Die kamen nicht ran. Nicht wie sonst in Berlin. Ich war ja live dabei am Alexanderplatz, wo sie sich dadurch ausgezeichnet haben, dass alte Frauen zusammengeschlagen worden sind, dass junge Mädels rübergezerrt worden sind. 20 gegen eine ging aber diesmal nicht. Was will ich damit sagen? So friedlich waren die Leute. Im Normalfall hätten sie die Polizei wegschieben können. Und ich habe es wirklich von oben beobachtet. Ich habe gedacht, die haben keine Chance, die Polizei. Also hätten sie es gemacht, die hätten nicht durchschießen müssen mit Maschinengewehr, um dort hinzukommen an dieser Stelle. Das ist ein großes Zeichen für Liebe, Friede und Ehrlichkeit im Herzen dieser Menschen. Und dass die so diffamiert werden, die da waren, das ist unterste Kanone. Weil man alles verschossene Pulver von der anderen Seite. Wir haben ja fast praktisch zugegeben, dass sie nicht auf so viele Leute eingerichtet waren. Das heißt, wäre das eine linksradikale Demo geworden, die wir schon hunderte gesehen hätten, dann hätten wir die Polizei einfach platt gemacht. Das war mit Sicherheit die friedlichste Demo, die Deutschland je erlebt hat. Und dann schwafeln die danach von 49 Polizisten, die verletzt worden wären. Da frage ich mich, haben die sich beim Nazi... In Neukölln, genau. Schiebt man einfach mal rüber. Genau, das war in der Pressemeldung. Dann hieß es erst, die Polizei sei sich nicht sicher, bei welcher Demonstration die verletzt worden wären. Ey, Leute, ganz ehrlich, also das ist ein Armutszeugnis. Wir haben das gestern gesehen. Ich glaube, die Polizei, ich meine, ich habe mit dem Einsatzleiter oben, der mit der Maske da war, habe ich ja kurz sprechen können und habe ihn vor der Kamera gehabt. Da habe ich gesagt, hör mal zu, wie war das denn hier vor 4 Wochen auf dem Alexanderplatz, als die Jungs da alle waren, Black Lives Matter? Da habt ihr doch auch nichts gemacht. Warum eigentlich nicht? Ja, wir sind jetzt nicht da. Dann sage ich, und jetzt geht eine Gefahr aus. Ja, ich glaube daran. Und da habe ich gemeint, was wollt ihr denn jetzt machen? Wollt ihr die alle Menschen wegdrängen? Da hat er gemeint, nein, wir können das nicht. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass auf der Bühne das Programm nicht weitergeht. Das ist alles, was wir tun können. Aber wir können diese Menschen nicht wegdrängen. Und dann haben sie danach noch, Heiko, warst ja auch dabei, glaube ich, noch, haben sie die Helme ausgezogen um die Bühne rum. Ja? Die Leute haben so auf die eingeredet und waren friedlich und haben sogar nochmal Applaus gegeben, dass das so friedlich war. Und haben die Polizisten die Helme abgezogen. Und das, ich meine, ich glaube, diese Bilder, die sagen, die haben so viel Kraft. Ja? Oh, das müsst ihr auf jeden Fall als haben wir das als Bilder. Das ist ja wäre ja ein super Zeichen. Ich habe das. Ihr müsst in meinem Livestream ist es drin. Ja, ich habe in meinem Livestream sage ich sogar noch und sage hier Leute, schaut euch an, ich habe gerade alle die Helme runter. Ja, das musst ihr in Zeitlupe zeigen mit dramatischer Musik. Ja, ich bin heute Morgen um 5 Uhr wieder zu Hause gewesen. Ja. Ich habe dann irgendwie 3 Stunden geschlafen. Dann ich muss erstmal mein Business machen. Hier haben sich E-Mails angehäuft. Ich habe ja noch die ganzen Unternehmen, die ich machen muss und so weiter. Ich versuche irgendwie klarzukommen mit E-Mails, mit allem drum und dran. Ja? Und nebenbei noch ein Team aufzubauen, die mein Telegram machen und alles. Die Sachen werden kommen. Der Livestream wurde auch gesichert übrigens an alle, die sich Sorgen machen und immer schreiben. Wir haben den Livestream safe. Der ist komplett runtergeladen. Jetzt kommen auch noch die ganzen hochqualitativen Aufnahmen von den anderen. Es wird in den nächsten Tagen ganz, ganz tolle Szenen geben, ganz tolle Dokus und Zusammenschnitte geben. Und das ist genau das, was wir brauchen. Also meine Leute waren ja dabei. 2 Mann. Und ich wusste selber nicht. Ich habe die ja nicht gesehen. Die sind unsichtbar um mich herum. Und der Unterschied ist ja der, die sind ja nicht hingefahren, um die Reden alle aufzuzeichnen, weil überhaupt nicht das Ziel gewesen. Es ging nur darum, was passiert wirklich links, rechts, oben, unten. Ich habe vorhin schon gehört von meinen Leuten, Heiko, die haben 5 Stunden Material aufgenommen. Was? 5 Stunden? 5 Stunden Material. Ein Hammer. Die machen einen Zusammenschnitt jetzt daraus und der wird morgen oder übermorgen. Morgen wahrscheinlich abends wird der kommen.
Das sind Bilder, die noch gar keiner gesehen hat. Deswegen, wie gesagt, der kurze Vorgeschmack ist der Trailer von uns, eine Minute lang oder so, den wir haben. Ich will damit nur sagen, es kommen so viele Bilder, die kommen nicht mehr raus. Die kriegen die Zahnpasta nicht mehr in die Tube, weil du denen immer nur das alles vor dem Gesicht hältst. Und die Aufgabe unserer Follower ist, das mal Freunden und Bekannten zu zeigen. Ich sag mal, ich bin Berliner. Ich bin Berliner. Und ich kann nur sagen, wir haben hier den Mercedes-Benz Arena. Er hieß mal U2-Bird. Mein Sohn, Eishockeyspieler, ein Eisbär in Berlin. Schöner Männersport, bin ich auch immer hingefahren, war auch stolz, oft in dieser Halle. Und warum erzähle ich das? Weil in der Halle maximal, das, selbst wenn Paul McCartney dort singt, maximal 20.000 Leute passen rein. Und diese Halle musst du einfach mal nehmen und setzt die mal kurz mit dem Hubschrauber ab vom Brandenburger Tor. Da hast du mal mehrere hundert Meter, fast einen Kilometer hast du noch Zeit, was abzusetzen. Und als 2006 das Sommermärchen war, mit Klinsmann, Deutschland, einen dritten Platz bei der WM gemacht, sehen wir du, dieser Weg, ganz emotional, singt es noch davor, alle haben sich feiern lassen. Es sind dieselben Bilder, waren eine Million Menschen da. Wir als Berliner, jedes Jahr Silvester zeigen sie uns, ach ja, guck mal, Feuerwerk und da und Party. Eine Million Menschen sind da, Love Parade. Es sind immer dieselben Bilder. Aber jetzt sind nur 17.000 da. Aber das ist gut, es ist gut, weil wenn du das siehst. So, ja, wir haben gerade alleine schon in diesem Livestream 10.000 Leute. Ich will damit nur sagen, die Leute, die sagen, wir glauben euch das nicht, ihr habt Photoshop benommen, den kannst du nicht die sagten, die SED, Honey, du bist der Beste, ja, der Kommunismus und der böse Westen, den kannst du ohnehin nicht helfen, kannst du sagen, alles klar, schönen Tag noch. Aber ich rede ja mal von dieser Brücke. Zwei Inseln, kennt ihr meine Metapher? Mainstream, Lüge, Betrug steht auf der einen Insel, auf der anderen Seite Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Freiheit. Und man versucht natürlich, die Leute daran zu hindern, auf diese andere Brücke zu kommen, also über die Brücke zur anderen Insel zu kommen. Alles wird aufgefahren, aber immer mehr Menschen gehen jetzt rüber, erfahren, haben jetzt was gesehen, wollen rüberschauen zu dieser Insel. Und sagen, oh, das ist doch ein bisschen anders anhand dieser Bilder. Ich werde mal doch mal rübergehen, was da so los ist. Ja, die hat ja auch noch so riesige Probleme, irgendwelche Nazis zu finden. Ja. Also, hier, einen habe ich irgendwie gesehen mit so angeblichen Haken. Ich habe da gar keinen Haken drauf gesehen, aber er hatte irgendwas auf dem Arm tätowiert und er ganz groß in der Bildzeitung, ja, so Runen oder irgend sowas. Ah, wir haben einen Nazi gefunden. Und auch das, wenn die Leute das dann sehen, ja, hallo, wo sind die? Was sind die als Nazis? Ja? Ganz normale Leute, ja. Ja, vor allen Dingen, das war ja der Mannheimer Morgen. Ihr erinnert euch an diesen Skandal mit dem Hitlergruß, wo sie das Foto gezeigt haben. Das war ja genau das, und da war ich, glaube Heiko, warst du es? Ich weiß gar nicht mehr, es war einer, glaube ich, Heiko hat gewunken mit dem rechten Arm und meinte so, oh, nee, komm, ich nehme zur Sicherheit mal den linken, sonst bin ich morgen wieder der größte Nazi. Ja. Das ist wahr. Wir sollten wirklich die Aufmerksamkeit wirklich abziehen davon, weil ich sage mal, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst. Deswegen ist es nicht so wichtig mit diesen Zahlen, sondern wir müssen dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Ich glaube, wir sind kurz davor, dass diese kritische Masse erreicht wird. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, wenn er mich fragen würde, ob das friedlich abläuft, das kann ich nicht garantieren. Ich weiß nicht, wenn der zweite Lockdown kommt, in Berlin haben wir Maskenpflicht, muss ich mir mal vorstellen. Wir haben ja offiziell mittlerweile 99,7% den Nachweis des 99,7% Corona überleben. Und Samuel ist ja ein Spezialist überhaupt, wenn es um diese Zahlen geht. Und man nötigt also immer mehr. Also das System fährt immer mehr auf gegen diese Leute. Also der Schmerz wird immer größer. Da weiß ich jetzt nicht, ob sich vielleicht dann doch sich mal entlädt, sage ich jetzt mal. Ja, also ich sehe ganz klar, die werden einen zweiten Lockdown machen. Es gibt ja diesen einen Whistleblower, der meinte, 30. August, muss jetzt nicht sein, dass das stimmt, aber man sieht, in anderen Ländern fangen die schon mit weiteren Lockdowns an, was natürlich nur daran liegt, dass getestet wird. Da hat der Samuel ja sehr viel dazu gemacht, ich weiß jetzt gar nicht. Also wer wirklich wissen, was los ist, muss natürlich bei mir auf Telegram gehen und auf meine Webseite und bald wahrscheinlich auch in den Telegram-Kanal von Samuel, aber wir sagen es jetzt nicht, was dann da die Idee sein wird, ja? Aber wir wissen beide schon, wir wissen Bescheid, wie das System, und das wird garantiert, ich bin mir jetzt schon sicher, Samuel, dass dein Video dazu zensiert werden wird, und deswegen umso wichtiger, Leute, kommt auf Telegram, wir haben nichts davon, ja, also es ist nicht so, dass Telegram nimmt kein Geld oder irgendwas, ja, also ich habe ja den Premium-Kanal, aber wir machen ja die Sachen öffentlich, ja, das ist vielleicht der letzte Livestream, den ihr seht, wo einigermaßen die Wahrheit berichtet wird, ja, also gut, ganz so dramatisch wird es nicht sein, aber jedenfalls, bitte von euch beiden nochmal einen Appell für Telegram.
Ja, natürlich. Also ja. Auf jeden Fall bin ich voll dabei. Also Telegram ist im Moment die einzige Plattform, wo du weißt, du kannst posten, was du willst. Und es ist wirklich nicht zensiert. Nochmal auch ganz wichtig, also soweit ich weiß, ich nagel mich nicht 100% auf fest, aber ich habe jetzt irgendwie gehört, YouTube will am 18. August seine AGB anpassen. Und da sollen dann ganz klar drinstehen, dass bestimmte Videos, die gegen die offiziellen Narrative von so und so weiter gehen, dass die dann sozusagen mit Repressalien versehen werden können. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört. Ich habe es noch das nicht. Machen wir, Samuel, das machen wir doch sowieso schon. Also ja. Gegen die WHO. Aber was ist das, was wir noch drauflegen wollen? Also im Endeffekt dann, dass du könntest eine andere Meinung zu eine andere Meinung zu einem Event haben. Ja, zum Beispiel jetzt, wir sagen zum Beispiel, ja, die PCR-Tests sind fake. Zum Beispiel. Dann hat YouTube das Recht, das runterzunehmen. Ohne Prüfung und ohne Grund oder was auch immer. Ja, also zum Beispiel, wenn wir sagen würden, es waren 500.000 Leute da, was untertrieben ist und die Presse sagt 15.000, wäre das schon. Ja, sowas, ja. Also, aber ich meine, mich überrascht das nicht. Es ist auch, wir müssen uns sowieso Alternativen bemühen und ich denke, also diesbezüglich mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, also die Wahrheit ist noch nie komplett getötet worden. Das hat keiner geschafft. Kein Nero, nicht zu Zeiten von Martin Luther, nicht zu Jan Hus Zeiten, egal wann wir gewesen sind. Ja, also die Wahrheit, ich meine die Waldenser, ich weiß nicht, ob die Zuschauer die Geschichte kennen, aber die Waldenser haben sich früher, die haben Teile von der Bibel in ihre Kleidungsstücke eingenäht, sind in den Alpen rumgelaufen und waren verdeckt unterwegs und haben das trotzdem geschafft, ja, ihre Botschaft weiterzutragen. Insofern macht euch keine Sorgen um die Wahrheit, die steht für sich selbst. Ja, es ist wichtiger, dass diejenigen, die jetzt für die Wahrheit anfangen aufzustehen, sich klar werden, dass diese Entscheidung allumfassend ist. Diese Entscheidung umfasst jeden Bereich deines Lebens. Sie umfasst deine Familie, sie umfasst deinen Arbeitsplatz, sie umfasst dein Haus, sie umfasst dein Vermögen, sie umfasst alles. Ich meine, ihr könnt Heiko fragen, ihr könnt Olli fragen, bei mir fängt das jetzt auch schon an, dass ich merke, ja, ich meine, alleine, ich kann euch eins sagen, YouTube braucht jetzt mittlerweile 2 Tage, um bei mir Videos zu überprüfen, ob sie überhaupt die für irgendeinen Werbetreibenden in irgendeiner Form geeignet sind. Das ging früher innerhalb von 15 Minuten, jetzt sind es schon 2 Tage. Und zwar warten sie immer dann, bis meine Viewer-Kurve so weit abgeflacht ist, ja? Und ich kann euch mal eins sagen, damit ihr mal eine Größenordnung habt. Das hat jetzt in den letzten Videos, die ich gemacht habe, mal schlappe 6 Riesen gekostet. Ja, ja, willkommen im Club. Du wirst bald ganz demonetarisiert. Kannst du dich schon mal darauf vorbereiten? Das haben wir... Heiko, nee, ich glaube, Heiko hat noch nie Werbung drauf. Ich hatte mal kurz weggenommen. Darauf mein Kopf, der sind nicht weg. Mein Assistent rennt gerade runter. Der Akku, der ist gleich aus. Wir brauchen eine Kabel. Das ist bei mir eine Etage tiefer. Wo wir unten waren. Ich hoffe, der schafft das noch. Da steht gerade Akku. Ja, wenn nicht, Heiko, wir ziehen durch. Wir warten dann, bis du wiederkommst. Ja, das bringt mich aufs nächste Thema, was ich vorher schon ansprechen wollte, was ja absolut unglaublich war. Samuel, du hattest dazu aufgerufen, Wasser zu bringen und das wurde von der Polizei verhindert. Erzähl das nochmal. Wow. Ja, also, ich habe die Nachricht bekommen, vorne hinter der Bühne. Jetzt ist Heiko gerade kurz raus, hat die Augen zu und döst ein bisschen, meditiert. Er meditiert. Genau, ja, ja, kommt ja gleich wieder. Genau. Wir haben die Nachricht bekommen, die Leute brauchen Wasser. Das war so kurz nach 6, ungefähr sowas, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Die Leute standen die ganze Zeit da draußen, sind da nicht weggegangen und die Sonne hat geschienen. Es gab um die 30 Grad und Sonnenschein. Die Leute brauchen Wasser, Leute brauchen Wasser. Ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht, woher ich es kriegen kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich haus raus in den Livestream und habe dann gesagt, Leute, an alle, die in Berlin wohnen, alle, die jemanden kennen, alle, geil, wo ihr mögt, Leitungswasser, Henkeleimer, egal was, packt ja das aufs Fahrrad und kommt. Und dann habe ich das erstmal wieder sein lassen, dann kam nochmal die Info. Wir brauchen Wasser, ich habe es nochmal rausgehauen. Dann, 20 Minuten später, kommt zu mir der, ich weiß nicht, wie der hieß, ich habe seinen Namen wieder vergessen, aber er ist im Live, der ältere Mann mit den weißen Haaren, der kommt zu mir und sagt, Samuel, wir stehen da vorne, wir haben etliche Kisten Wasser und so weiter und so fort, die Polizei lässt uns nicht rein. Die Polizei hat zu uns gesagt, lieber gehen die Leute drin K.O. und fahren mit dem Krankenwagen raus, als dass ihr mit Wasser die Demonstration verlängert. Das habe ich aus erster Hand. Das könnt ihr auf dem Livestream da sehen. Und dann kam ein anderer Mann noch zu mir, den habe ich auch aufgenommen. Der hieß, glaube ich, Sebastian, glaube ich, war es. Der kam einfach auf mich zu und sagte, Samuel, was los? Ich habe 10 Sixpacks Wasser extra besorgt. Ich stehe hinten mit denen, die lassen mich mit denen nicht los. Ja, und der andere hatte 100 Kisten Wasser besorgt und wurde nicht durchgelassen. Ja. Absolut unglaublich. Also, das ist nicht zu fassen, ja. Also, ihr wollt euch quasi aushungern oder ausdürsten lassen, absolut unglaublich. Ja. Ich war gerade weg, habt ihr mitgekriegt? Der Akku hat völlig weg.
Jetzt bin ich wieder da. Ich habe nichts verstanden. Nein, Heiko, wir haben das nicht gemerkt, weil wir dachten, du hast dich in einen zen-buddhistischen Zustand versetzt. Das wirkt so, als ob du gerade meditierst. Ja. Also ich muss ganz kurz nochmal sagen, Monetarisierung. Also mein Kanal ist nicht monetarisiert. YouTube hat es schon vor langer Zeit rausgenommen. Finde ich mal lustig. Der verdient Geld mit seinen Klicks. Wir verdienen nicht einen einzigen Cent. Null. Keine Werbung, kein gar nichts. Wir müssen uns aber auch lösen, aus meiner Sicht, von all diesen Dingen. YouTube, Facebook, Twitter. Wir müssen eigene Sachen aufbauen. Da geht's hin. Samuel kennt sich aus. Blockchain, bestimmte Dinge. Wir haben gerade eine App entwickelt beispielsweise. Wir werden mit einer App rauskommen. Das ist das Entscheidende. Wir müssen uns unabhängig machen. Und das müssen die Leute auch wissen. Ja, beim ganzen Teil, aus meiner Sicht. Weil es schön gemütlich ist, dieses Wohnzimmer YouTube. Aber ich glaube, das werden wir nicht allzu lange mehr haben. Ja. Also, ja, lass uns doch. Ja, entschuldige, Samuel. Ja, es gibt da mehrere Ansätze. Unter anderem sind wir auch involviert daran, dass wir daran arbeiten, uns da eine eigene Möglichkeit zu schaffen. Und zwar eine, die wirklich ein komplettes Paket bildet. Es gibt auch noch, ich habe jetzt gerade mitbekommen, diese Woche hat mein Team mir das geschickt, es gibt auch noch eine andere Gruppe, die auch am Entwickeln ist. Das finde ich gar nicht schlecht, sondern gut, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir müssen alle die höchsten Ansprüche haben an die Qualität. Und unsere Denk... So, ich... noch einen Job, dann beende ich den Stream und dann besser gesagt das Video. Ja. So. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir noch alles reinbasteln. Schnell, schwer Kaliber, ne? Chance. Ah, passt. Chance. Operator, are you enjoying the view? So. Ich beende jetzt erstmal mein Stream, das Video, und dann, ja, ich muss mal schauen, wie spät wir es haben.